Ich hatte noch nie ein Nachthaar, okay? Ich hatte noch nie ein Nachthaar und ich freue mich gerade übelst. Eigentlich wollte ich ein anderes haben, aber ich freue mich übelst, dass ich jetzt ein Nachthaar bekomme. Ich kann es nicht fassen. Wie oh mein Gott. Ah, das auch mal geschafft. Super, perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Mir ist gerade was sehr Schlimmes passiert. Und zwar, ja. Genau, das habe ich alles. Okay, gut. Ich hab halt, wollte halt schon aufnehmen, aber dann ist mir irgendwas Schlimmes passiert, dass ich dann halt auf Aufnahme beenden gedrückt habe, weil ich halt noch die anderen Dateien hatte mit Evoli und das alles drum und dran, dass er sich ja weiterentwickelt hat. Das ist noch zum Glück drinne. Aber. Ich habe jetzt halt schon ein bisschen weiter jetzt gespielt, also jetzt nicht so weiter, so lange weiter. Ich war halt jetzt nur bei einem Pokémon Center und dann noch hat mich Dings hier angerufen, dieser Typ hier mit diesen Pflanzen oder so, das. Genau, das muss ich auch mal gleich zeigen, einen Moment. Ich mache doch den Kampf schnell vorbei. Oh nein, das ist Ditto. Wandler. Kann ich nur mit Tackle angreifen. Ja, super. Perfekt. Hast du jetzt meine Attacken? Super. Also so gute, super. Also so ein Wissen. Also so ein. Bist du ein guter Wissenschaftler? Ich sag's dir mal. Also ich möchte ja jetzt nicht dich angreifen, aber. Ich verstehe es nicht. Okay. Auf jeden Fall ist das jetzt erledigt. Vorhin haben wir noch ein kleines Gör erledigt. Also was wahrscheinlich wieder Fake-Tränen gehabt hat, weißt du Bescheid. Okay. Also. Ich weiß jetzt nicht. Oh, ich bin so froh. Ja, klar. Ich habe auch gewonnen, weil du einfach nur schrecklich bist. So, da hinten war das. Genau wo dieses Vogeldingsbums-Kackfieder fliegt. Und da sind irgendwie Felsen, die nach unten kommen. Und da hat der Typ mir mit diesen Pflanzendingern hier eine Warnung gesagt, dass du halt, wenn du davon getroffen werden kannst oder darauf reiten kannst, keine Ahnung. Aber was ist das? Warum werden die jetzt nicht angezeigt? Jetzt. Was ist das? Warte mal, kann ich irgendwie damit ranzoomen? Warte mal. So. Nee. Nee, kann ich nicht. Aber es regnet. Schön. Aber es ist so schon urskomisch oder so. Das mache ich aber auch erst alles später. So, wir wollen jetzt zur Höhle. Habe ich ja jetzt auch schon gesagt, wo ich das dann bemerkt habe, dass ich nicht aufnehme. Super, perfekt, Florian. Und zwar ist es jetzt halt so gesagt unsere dritte Höhle, weil das findet ihr ja alles ja bei letzten Part. Da habe ich ja noch diese kleinen Clips reingeschnitten. Ja. Da haben wir irgendwie denn so ein Schwert gefunden. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf dem Weg zur Höhle und jetzt mal sehen, was uns da jetzt passiert. Vor allen Dingen das Geile ist halt auch wirklich dieses Open World, ne? Zum Beispiel Pokémon kriegt jetzt geschissen mit Open World und bin mal gespannt, wie es halt bei Sims 5 denn so sein wird. Das Gebiet da vorne ist gefährlich. Die Pokémon sind dort super stark. Nicht so wie meine. Kannst mal sehen. Ich teste dich jetzt hier oder so. Ne, Dominik? Oh Gott, was bist du denn für ein Pokémon? Ich glaube, so ein Käfer Elektro? Werden wir ja gleich herausfinden, also. Ja, das war mir schon klar, dass es halt ein Elektro-Pokémon ist. Habe ich eine Bodenattacke? Nee, bestimmt nicht, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich wusste es. Es ist Boden. Es ist Wasserelektro. So, Fuß. Ich mach mal hier, genau.
Das geht schnell. Brauche ich so lange? Sorry. So, Fußkick mache ich mal. Obwohl, ich glaube, dass Zauberblatt auch nicht so viel bringt, weil es halt auch Typ Elektro ist. Kannst du mal versuchen. Aber wird jetzt nicht, glaube ich, so viel bringen. Ja, deswegen. Es ist... Wow, also ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich, wenn dann jetzt in, währenddessen ein bisschen schlecht bin. Wirklich, also... Okay, das bringt viel. Ja, mach nochmal Ladevorgang. Dein Pokémon ist sowieso gleich erledigt. Also, ich verstehe manchmal die Pokémon-Trainer nicht. Also, das ist manchmal so ein bisschen. Besonders hier beim Forscher hier vorne. Da. Das möchte ich weiter nicht ankündigen jetzt hier. Also, das ist mir einfach, wenn dann viel zu peinlich. Du bist ja noch gefährlicher. Danke, ich wusste, ich konnte das machen. So, okay. Ich bin heute irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, neben der Spur. Mensch, ich wollte dich nicht haben. Obwohl, ich habe ich noch gar nicht. Und ich werde dich auch nie bekommen. ja, super, perfekt. Dings hat sich auch da. Oh, schön. Ich bin mal gespannt, wie seine Weiterentwicklung ist. Ich weiß auch generell gar nicht, ich habe jetzt halt, ja, die halt im Team, ne? Also, Staravia weiß ich ja, hat noch eine, dann kommt Stauboss oder so raus. Ist ja auch von Diamant-Version. Nachtara ist ja schon fertig. Trassler weiß ich auch, aber hier, das hat noch eine dritte Entwicklung. Ich weiß nicht, ob Hefel nur zwei oder drei hat. Und Vati kenne ich halt auch. Also... generell sieht man halt nicht so von der neuen Generation mehr, weil ich weiß, okay, ich könnte es eigentlich machen, aber ich bin halt immer noch meinem alten Team sehr treu. Ja, und jetzt sind wir bei der Azarila-Hütte und da ist sehr viel los. Oh mein Gott, ich darf dieses Pokémon nicht begegnen, weil das einfach, wenn dann schon bei der zweiten... ja. Und sonst so? Achso, warte mal. Ihr könnt das machen, weil Nachtara ja Unlicht ist. Und ich hab's mir ja gemerkt. Ich werde jetzt mal versuchen, dass ich dieses Knackrack. Knackrack? Was ist Knackrack? Knacksel. Genau, Knackrack kommt ja erst bei der dritten Entwicklung. Stimmt ja. Oh Gott, nein, das ist besser. Oh, ja, natürlich. Ah. Na, werde ich nochmal? Nochmal? Was? Oh, ist auch Level 37. Ich bin mal weg. Ich bin mal weg. Oh nein! Ich bin mal weg. Okay. Flucht. Danke. So, Pokémon-Box. Nee, nicht Pokémon. Bitte. So, Beutel. Beleber. So, einsetzen. Super, perfekt. Ist nichts passiert. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sollte nächstes Mal abhauen. Erstmal. So. Aber dich kriege ich, ne? Oh mein Gott! Ich verlasse mal ganz kurz die Höhle. Also, ja. Der Junge hatte recht. Ich flitz mal ganz schnell da lang und dann ist gut. So, und einmal sprudeln. Genau. So. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, nein. So.
Sehr, sehr schön hier. Sehr toll. Oh mein Gott. Bitte nicht. Oh mein Gott. Wir sind alles schon so weiterentwickelt. Ich habe Angst. Und hier geht's nicht weiter. Oh doch, da. Oh nein, ich bin in der Sackgasse. Ah nee, doch nicht. So, kann ich hier lang? Ah ja, ich kann ja springen. Oh Gott. Das vergesse ich immer wieder. Okay, hier ist aber Sackgasse. Okay, springen! Springen! Mensch, stell dich nicht so an. Okay, ich habe den falschen Weg genommen. Oh, das gibt nur einen Weg. Nee, hier geht's weiter, oder? Kann ich mich hier durchbacken? Nee, irgendwie kann man hier nicht weiter. Oder es ist halt jetzt nur so zum Trainieren. Oder hier, hopsasa. Und hopsasa. Nein, kann man nicht. Komisch. Das ist anscheinend nur so zum Trainieren. Okay, dann gehe ich mal wieder raus. Und dann gucke ich mal kurz auf der Karte, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ich würde mal ganz kurz eine Pause machen. Einen Moment. Okay, I don't know. Ich bin jetzt einfach mal hier, also, ne? Hier ist ja die Höhle. Bin jetzt einfach mal hier außen rum lang gefahren. Ob jetzt hier irgendwas ist, aber ich kann mir das schwer vorstellen. Also hier ist halt ein Schild, aber... Ist ein bisschen skeptisch bei solchen Sachen. Aber mal gucken. Wir machen erstmal dann die Trainer weiter, aber... Ah, hier. Ja, wir machen erstmal dich, ne? So, hallo. Lass uns kämpfen, vielleicht beruhigt mich das ein bisschen. Hast dich auch verlaufen? Kenn ich. So. Vielleicht hilft mein Pokémon Stravia. Bitte? Was ist das? Warum sind die Pokémon denn jetzt so... Habe ich den falschen Weg genommen? Ja, ist doch jetzt gut. Ich hab's verstanden. Willst du jetzt noch mein ganzes Pokémon-Team hier auslöschen oder was? Tschüss. Gott. Das war bis jetzt mein stärkstes Mitglied, ne? Machen wir mal dich. Für die Ospa. Fürs Kick. Ja. Das ist gerade ein bisschen blöd. Und ist nicht sehr effektiv, aber macht trotzdem viel Schaden. Ich glaube, ich habe wirklich einen falschen Weg genommen, oder? Weil... Der erste Orden, ne, Level 25 und jetzt ist schon Level 38. Was soll das denn? Hä? Ich verstehe hier gerade gar nichts. Ja, ist doch jetzt gut.
Meine Güte. Ja, los. Weg. Tschüss. Oh mein Gott. Ich kacke hier noch ab. Oh, Trassler. Versuch mal dein Bestes. Ich melde mich gleich wieder. Perfekt. Super. Also du kannst mir null sagen, dass das dann halt der richtige Wort ist. Also dass sie denn halt auch den erst Level 25er oder sowas hat. Keine Ahnung. Also das kannst du mir wenn denn nicht sagen, weil die beiden sind doch relativ nah beieinander. Der nächste Trainer ist ja dann hier. Genau. So. Genau, ich bin hier. Ne, dann kommt die. Da. Kommt da und da. Ne, da und da. So wieder so ein... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's denn da jetzt weiter. Ich sollte niemanden ansprechen. Ja, dann mal gucken. Ich werde mich jetzt wieder da auf den Weg machen. Ganz ehrlich, es bringt nichts hier. Oh, komisch, ich bin hier. Cool. Ich habe mich jetzt ein bisschen lockerer hingesetzt, weil ich einfach nicht mehr so sitzen kann. Weil mein Stuhl sich einfach nur so denkt, ja, nö, ich habe darauf gar keinen Bock. Lass mich in Ruhe. Nö. Ist die Weiterentwicklung von Anton. Nicht so gut, nicht so gut. Aber hier geht's weiter. Hallo. Oh. Aber das ist nur so eine Höhle. Aber hier kann man denn ganz gut farmen. Also, das ist jetzt nicht so schlimm. Bloß, dass sie schon wirklich weiterentwickelte Pokémon sind. Ich habe Angst. Okay, alles klar. Denn nicht. So. Was habe ich hier Schönes? Ein Garados. Oh mein Gott, die versperren mir den Weg. Die versperren mir den Weg. Die versperren mir den Weg. Ich hab Angst. Ich möchte nirgendwo hin hier. Oh mein Gott. Einfach nur den Berg nach oben. Kannst du mal ein bisschen schneller fahren? Bitte? Springen kannst du. Okay. Dich werde ich nicht an. Nö. Weiß ich nicht. Such's doch selber. Oh mein Gott. Ich fühle mich echt verarscht vom Spiel. So. Nee, die spreche ich auch nicht an. Darauf habe ich gar keinen. So ein schöner Ausblick. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter. Dann muss ich mal irgendwie mal selber irgendwie mal so offline gucken, wie ich denn da rüberkomme. Aber schön, dass hier ein paar Pokebälle sind. Oder EP-Bonbon M. Auch gesagt. Hallo. Ja, Konzentration. Ich lass dich mal lieber in Ruhe. okay, Leute. Es geht jetzt hier weiter. Oh, und da wartet schon ein Pokémon. Oh, schön. Südliche Zone 6 sind wir schon. Wir haben ein bisschen was übersprungen. Und hoffe, dass wir jetzt hier zu einem Dings kommen. Hallo, ich möchte euch mal nicht stören. Weil wenn ich irgendeins davon irgendwie annehme oder so, dann bin ich tot. Ich bin einfach tot. Ich glaube, ich muss nochmal irgendwie so einen anderen Weg gehen, aber ich hoffe, dass die Psychotante hier, mit der ich nachher dann kämpfe, nicht mehr denn so hohe, also nicht so hohe Pokémon denn hat. Weil dann kann ich ja wirklich einstecken, dann bin ich ja wirklich echt falsch gegangen. Aber das kann ich mir auch nicht denken. Nachtara ist hier. Wie schön. Toll. Das freut mich. Aber mit dir kämpfen möchte ich jetzt nicht. Mann. So. Wirklich. Das ist doch Wahnsinn. Aber die Höhle ist schön. Also die Höhle ist schön. Das kann man sagen, dass die Höhle schön ist. Ja, ich überspringe euch jetzt alle. Das ist eigentlich relativ schlecht.
Weil dann werde ich wahrscheinlich den zweiten Orden nicht bekommen. Denn es ist sowieso erstmal eine kleine Testphase, weil da kann wirklich irgendwas nicht stimmen. Ich muss irgendwie falsch gegangen sein. So, da geht's weiter. Mache ich sofort. Denn nicht. Weiß ich nicht. Guck doch mal da raus. Guck mal, da ist doch sowieso gleich Tunnel. Guck mal, da genau. Ja, was fragst du mich? So, südliche Zone ist Sex. Das wollte ich nicht sagen. Auf jeden Fall sind wahrscheinlich die Pokémon ganz schön overpowered. Das kannst du mir nicht sagen, ganz ehrlich. Also, da muss noch irgendwas anderes sein. So, bitte heilen. Ah, nee, brauche ich ja gar nicht. Ich habe ja mit niemandem gekämpft. So. Okay. Ja, dann konnten wir mal ganz kurz jetzt die Stadt. Und dann werde ich dann auch gleich für die Folge Schluss machen. So. Na, hast du Spaß beim Kämpfen? Ja. Hallo, ich bin der Pokémon-Liga. Spaß beim Kämpfen? Du hast in der südlichen Zone 6 gegen 0 Trainer gewonnen. Wenn du gegen insgesamt 7 Trainer gewinnst, bekommst du fantastischen Preis. Ja. Aber das werde ich als später machen. Also das werde ich wahrscheinlich, das werde ich den offline machen. Wirklich, das werde ich offline machen. So, es kommt mir so vor, als ob man hier reingehen kann. Nö. Okay, dann nicht. Alles klar. Was Keramik betrifft. Keramik wird im Töpferofen geboren. Man legt geformten Ton hinein, so wird dies dann mehrere Tage hinweg gebrannt wird. Mehrere Tage? Ich dachte nur so einen Tag, weil ich war mal im Töpferkurs. Also es war nicht so schlimm. Es hat so gesagt nicht so lange gedauert. Hm. Ein Fleckmann! Schön. Meine Begeisterung, wow. Strahlt echt aus. Mensch, aufzukriechen. Aber echt eine schöne Stadt. Kann ich nicht munkeln. Das ist eine richtige Arena. Das ist eine richtige Arena. Ich glaube, da werden wir auch den Kampf machen, oder? Oh, ich habe Hunger. So. Hallo. Ah! Oh, das sieht schon lecker aus. Ja, ist halt pikant, ne? Mag ich halt auch nicht so, aber wenn es halt lecker ausschaut, ne? Perfekt. So, hallo. So, der Belag bekommt hier rauf und dann nur noch mit den Würzmitteln abschmecken. Oh, entschuldige, ich war gerade ziemlich in Gedanken versunken. Du musst wissen, ich befasse mich eingehend mit Sandwich-Rezepten. Oh. Es ist nämlich mein Traum, eines Tages selbst ein Rezept zu kreieren, das Zusatzmeister verdient. Wenn du möglichst, bringe ich dir auch gerne ein paar Rezepte bei. Geil. Mit diesen Rezepten kriegst du Sandwiches hin, die jeder das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Probier sie gerne mal aus. Wenn mir neue Rezepte einfallen, bringe ich sie dir natürlich auch vorbei. Kann ich deine Nummer haben? Weißt du, oh, ist immer das Gleiche. Aber schönes Café, also schönes Restaurant oder schönes Fastfood-Kettenrestaurant, ach, keine Ahnung. So. Und hier ist auch noch was Schönes, ne? Achso, Sandwich-Zutaten? Doch, ja, gerne. So, ich habe ja meinen Kochschinken, habe ich noch zwei. Aber Salat. Auf jeden Fall, gerne. Ketchup auch? Obwohl Ketchup kommt auf dem... Kommt das da rein? Hä, ja, kann ich ihn noch mehr aussuchen? Okay, denn nicht. So. Weiter. Okay, ich wurde rausgeschmissen.
Sieht immer so lustig aus. Oh, hier ist anscheinend so ein Edelrestaurant. Sehr religiös hier alles. Oh. Ja, das machen wir später mal alles. Aber generell ist es auch ganz schön schön hier. So süß. Eigentlich bin ich vor allem wegen Arena-Leiterin Tolina hier. Aber diese Teller sind auch niedlich. Oh, Alter. Ernsthaft jetzt? Ach ja, ich bin wegen hier, aber Toiletten. Toiletten. Teller sind auch schön. Ach, jetzt? Ach, jetzt kannst du ins Wasser. Oh, entscheid dich doch mal. Ganz ehrlich. Wo ich vorhin mit Tila hin wollte oder so, dann ging's nicht. Aber da geht es. Im Pool kannst du, ne? Genau, im Pool kannst du. Ja, super. Perfekt. Okay. Hier ist ein Item. Nicht was? Ja. Mit Geld. Richtig cool. Oh Mann, das ist so eine Motorradgang. Nee. Hat dieses Mädchen gerade Stress hier? Es muss doch bestimmt schrecklich anstrengend gewesen sein, bis nach Alisea zu gelangen. Aber jetzt, da es dir einmal gelungen ist, kannst du jederzeit per Flugtaxi zurückkommen. Ja, perfekt. Aber die sehen mir irgendwie so ein bisschen bösartig aus. Ach so. Okay, doch nicht. Die sehen nicht so aus. Aber kann ich auf den reiten? Aber schön gemacht. Nö. Okay. Ja, und da ist die Arena. Und... ja. Ich bin am Zielort angekommen. Ja, bin ich. Okay, alles klar. Das war's dann halt auch mit der Folge von Pokémon Purpur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder wir gehen... warte mal. Wir gehen noch mal ganz kurz hier lang. Ich werde mal schnell hin machen. Weil mir ist es hier auch gerade eingefallen, dass man hier hochgehen kann. Und ich glaube, da wird unser Kampf stattfinden. Wenn ich mich recht erinnern könnte, was ich noch nie... Genau, ja, perfekt. Super, alles klar. Ja, nee, ist in Ordnung. dann sehen wir uns halt das nächste Mal bei Pokémon Purpur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hätte das auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommt ihr nicht vergessen und bis dahin sage ich bye bye.